Willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft Sommer im Mund 2022 aus der USA und damit zum Spiel, Achtelfinalspiel zwischen Brasilien und Schottland hier aus Harrison. Ich bin Dennis vom Kanal M615, Kommentator auch dieses vierte Achtelfinale-Spiels zwischen dem Gruppenersten der Gruppe B, Gruppe D und dem Zweiten der Gruppe C. Also, gucken wir mal, wie diese beiden Teams sich heute schlagen. Aber als erstes gibt es natürlich die nationale beider Teams. Als erstes die der brasilianischen. Anschließend gibt es die Nationalhymne von Schottland. Und damit kann es losgehen. In dieser wichtigen Partie dieser beiden Teams. Brasilien mit folgender Aufstellung. Heute spielen sie wieder mit einem 4-3-3-System. Hat bislang in der Gruppenphase souverän funktioniert. Man ist zu 0 geblieben. Man hat alle Spiele 2-0 gewonnen. Mal gucken, ob es heute gegen Schottland ein ähnliches Spiel sein wird. Vielleicht auch wieder ein 2-0. Mal schauen. Also, Brasilien ohne große Probleme durchgekommen. Der Gruppengegner Niederlande, ja, heute Mittag bereits ausgeschieden. Oder besser gesagt, am frühen Abend. Bereits ausgeschieden, heißt also, man selber ist noch in der Gruppe dabei und kriegt nur noch neue Gegner. Für Schottland heißt es, weiterhin Hoffnung wahren. Denn Schottland spielt hier heute mit einem 5-2-1-2-System. Die Schotten gerade noch so ins Achtelfinale gekommen. Gerade noch so unentschieden gespielt gegen China. Und dadurch, dass eben im gleichen Zug die finnische Nationalmannschaft, ja, groß untergegangen ist, man muss es so sagen, hat man hier heute die Chance, gegen Brasilien sich beweisen zu dürfen und vielleicht eine Überraschung zu schaffen, vielleicht die nächste Überraschung sogar. Mal schauen, also, die Brasilianer heute in den gelben Trikots gegen Schottland in dunkelblau und, ja, Wie erwähnt, Brasilien klar der erwartungsgemäße Favorit. Ja, da liegt schon ein Spieler am Boden, zeigt an, dass er ausgewechselt werden muss. Das ist sehr ärgerlich, so früh. Alisson hat hier erstmal den Ball. Schiedsrichter lässt trotzdem weiterlaufen. Und Neymar. Und jetzt unterbricht er. Jetzt unterbricht er, bisschen spät. Fabinho, ja, damit ist der Nächste verletzt. Brasilien, ja, bislang das Team mit den meisten Verletzungen. Bislang eine und das ist jetzt dann Nummer 2. Ja, auch gelbwürdig aus meiner Sicht, definitiv. Aber, nein, gelbe Karte gibt es nicht, dementsprechend Wechsel. Er muss vom Feld, es geht nicht anders. Und das war's dann für ihn. Also die Nummer 15 geht dann von diesem Turnier. Und dafür kommt die Nummer 39. Gucken wir mal, wie sehr das jetzt den Plan ändert. Patterson gegen Sandro. Ja, unheimlich früh spielt hier jetzt Brasilien auf Ballbesitz, beziehungsweise auf Zeit. Wir sind in Minute 10, das ist interessant. Vielleicht ist es wirklich so, dass draußen jetzt der Trainer irgendwie versucht, so ein bisschen taktisch alles umzustellen, weil man da so ein bisschen anderen Plan geführt hat. Und natürlich auch einen frühen Wechsel nun jetzt nicht mehr vollziehen kann. Oder besser gesagt, schon noch vollziehen kann, aber man das ein Wechselkontingent jetzt weniger hat. Vinicius. Und Paquetá spielt den Ball raus. Jetzt versuchen sie, den Gegner laufen zu lassen. Und einmal aus der Entfernung.
Aber das hat nicht funktioniert. Adams spielt den Ball lang, nicht im Abseits der Gilmore. Patterson. Das wiederum ist im Abseits. Also ein ziemlich überraschend nervöses Brasilien aus meiner Sicht. Diese Nervosität springt so auch ein bisschen gerade auf mich über, also ist auch interessant. Also ein nervöser Auftritt. Aber vielleicht jetzt mit einem direkt schnellen Konter. Nee, Vinicius' Flanke kommt da nicht an. Und Gilmore setzt sich gegen zwei Brasilianer durch. Ball geht lang nach vorne. Marquinhos hinten. Souverän. Nächste Chance. Nächstes schnelles Spiel der Brasilianer. Über Vinicius. Neymar. Paquetá. Und Rapinha. Doppelpassspiel. Und der Kopfball sitzt nicht. Gordon macht das souverän. Springt hoch. Das kennt er aber schon aus diversen Ligaspielen. Dass er sich hier nicht beeindrucken lassen soll von irgendwelchen Stars. Von anderen Teams. Paquetá, starker Pass. Ja, in Richtung Neymar, aber eben auch stark aufgepasst von Gordon, dass der hier auch da wieder Coolness zeigt. Neymar mit der Hacke, Rapinha. Und wieder Gordon zur Stelle. Mit der Hacke schön weitergespielt und dann der Schuss zwar fast direkt auf den Mann. Also das kann die brasilianische Mannschaft eigentlich besser. Aber dennoch Ecke für Brasilien. Und der Kopfball von Patterson geklärt. Der Gegner im Viertelfinale für denjenigen, der hier gewinnen sollte, ist bereits klar. Wir hatten gestern ja den schon bereits ausgespielt. Aber erstmal Paquetá auf Neymar. Dort Passspiel geht zurück. Die spielen hier im 16er hin und her. Und dann ist es Neymar! 1-0 Brasilien! Und dann macht er sein Tor. Treffer Nummer 4. Damit ist er aktuell Top-Torschütze neben Benzema. Die vierten Treffer. Man sieht hier auch kurz Gordon etwas verunsichert, wo der Ball hingeht. Und dann reagiert er zu spät. Und so führt Brasilien. Und so kriegt Brasilien eventuell ihr großes Duell gegen den Rivalen aus Argentinien. Das wäre das Viertelfinalspiel hier. Und das kann natürlich richtig brisant werden. Und die Brasilianer, jetzt scheinen sie so langsam wieder Sicherheit in dieses Spiel reinzubringen. McTominay. Hinten dazwischen Rapinha. Das Spiel, ja, jetzt sehen wir doch das brasilianische Spiel wieder, was wir am Anfang erwartet hatten. Also die Nervosität ist weg. Jetzt läuft's wieder, Neymar. Mit dem bislang wichtigen Treffer. Hier nochmal in der Wiederholung zu sehen. Das bislang wichtige Tor hier. Was sie ins Viertelfinale bringen könnte. Also, die nächste Chance, McGinn. Und das Passspiel, stark, McGregor. Und Robertson, starke Flanke, aber Alisson, Teamkollege von Robertson. Ja, die spielen beide beim FC Liverpool. Also, ja, der wusste natürlich, wie er flanken muss, beziehungsweise wo er stehen muss für so eine Flanke. Ist natürlich schwierig dann, wenn der beste Spieler ja dann mit dem Torwart des anderen Teams in einem Team spielt. Die kennt man, man kennt sich aus dem Training, man kennt sich aus Trainingssituationen. Und dementsprechend hat man hier vieles, was nicht dann positiv läuft. Eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt. Casemiro, starker Pass und dann ist es das 2-0.
Ja. Was soll er machen als ein Tor schießen, oder? Was soll er tun? Das sagt er auch dementsprechend den Fans. Was soll er tun, als außer dieses Tor zu erzielen? Ja, völlig frei. Niemand irgendwie in der Nähe. Allesamt woanders. Und dann im Endeffekt Tor und Tür ewig weit offen. Gordon kommt da knapp nur ran. Aber eben nur knapp. Und dementsprechend 2-0 Brasilien. Und dann ist auch eine Halbzeitpfiff. Also die brasilianische Nationalmannschaft führt hier mit 2-0. Eben mit am Anfang sehr nervösen Brasilianern. Eben durch ja, die Verletzung der ersten Minuten. Und man hat sich so langsam gefangen. Und man ist so langsam wieder in dem Flow drin, in dem man auch in der Gruppenphase war. Und jetzt stellt sich die Frage, bleibt man in diesem Flow oder verliert man ihn wieder? Durchgang 2, herzlich willkommen zum Spiel zwischen Brasilien in den gelben Trikots und Schottland in den dunkelblauen Trikots. Und ja, bislang Brasilien das klar dominierte Team, das hier eigentlich ja, alles im Griff hat, hat es phasenweise eben gar nicht. Da hat man einen sehr nervösen Auftritt gemacht, aber diese Nervosität ist abgeschüttelt und seitdem man läuft es wieder bei Brasilien. Und jetzt ist dementsprechend dann die Frage, wie das Ergebnis laufen wird. Schottland kaum irgendwie Chancen nach vorne hin. Wenn ja, dann passt das am Ende eben nicht. Vielleicht jetzt erst die nächste Chance, aber hier, das ist das, was ich ungefähr meinte mit, das passt am Ende wiederum nicht. Silva dazwischen. Also, vieles deutet darauf hin, dass wir dann demnächst, nämlich am 13. ein Spiel zwischen Argentinien und Brasilien sehen. Argentinien hat sich ja gestern durchgesetzt, klar gegen die österreichische Nationalmannschaft. Heute will es eben Brasilien auch machen. Die nächste Möglichkeit, Neymar! 5. Treffer! Und damit ist er aktuell alleiniger Top-Torschütze dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, auch hier wie eben, wie vorhin beim zweiten. Keiner fühlt sich irgendwie für Neymar verantwortlich. Und er macht dann das nächste Tor. Gordon erwartet ihn etwas höher. Dementsprechend kriegt er ihn nicht. Kommt zu spät. 3-0 Brasilien. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss. Brasilien hat den 2-0-Fluch gebrochen und hat hier das dritte nachgelegt. Gelbe Karte für Vinicius nochmal. Gelbe Karte bislang ohne irgendwelche Sachen von Bedrängnis, denn es ist seine erste gelbe Karte. Wir sind im Achtelfinale. Eine Sperre könnte ihn nur drohen im Halb- oder eben im Finale direkt, falls er sich nochmal was zu Schulden kommen lässt. Aber hier ist er, Vinicius! 4-0! Ende Gelände! Schottland scheidet hier aus. Das schottische Team muss die Segel setzen. Sowas nennt man ein Missverständnis in der Innenverteidigung. Dann spielt er den Ball rüber, aber nö, so nicht. Vinicius mit dem wichtigen Tor, mit dem 4-0, wobei so wichtig jetzt in der Situation wird es vielleicht nicht sein. Vielleicht, es könnte ja noch sein, dass die Schotten hier noch zurückkommen, aber bisher deutet sich so gar nichts darauf hin. Eben nur die kurze Phase, wo eben die Brasilianer hier ein bisschen Nervosität gezeigt haben, waren sie im Spiel. Danach und davor und währenddessen so jetzt gar nicht. Brasilien macht hier genau das Pensum abspielen, was man auch von ihnen erwartet hat. Paquetá und Casemiro. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie hier vielleicht sogar nicht wechseln. Also wir hatten ja sehr frühen Wechsel. Und vielleicht hat der Trainer auch jetzt gesagt, so okay, jetzt spielen wir dieses Spiel nur noch runter. Für die letzten 22 Spielminuten. Robertson spielt den Ball bis auf die andere Seite rüber.
Patterson. Auch hier keine Bedrängnis. Und dann ist es nicht der Anschlusstreffer. Oder besser gesagt der Ehrentreffer von McGregor. Die vielleicht beste Möglichkeit der schottischen Nationalmannschaft hier. 70. Minute und da ist dann doch was drin. Für zumindest einen Ehrentreffer. Aber wie viel machen sie jetzt aus dieser kurzen Situation? Adams verliert den Ball gegen Silva. Die hier aber das wirklich langsam anspielen. Und kaum wollte ich das sagen, spielt aber kommt der Ball relativ fix. Wechsel bei beiden Teams. Einmal die Nummer 7 für die 23 und einmal die 22 für die 2. Also die 23 kommt bei Brasilien aufs Feld und die 2 kommt bei Schottland aufs Feld. Und vielleicht den Überraschungsmoment noch hier ausnutzen. Die Chance, aber nee, Alisson souverän, auch wenn er bislang nicht viel zu tun hatte. Aber der, man sieht hier einfach, positionstechnisch vom Keeper trippelt leicht. Weißt du, natürlich, er könnte, müsste, sollte springen, wenn das dann darüber geht. Andersrum hält er so weit das der Tor zu, dass er eben auch die Möglichkeit hat, noch unten an seiner linken Seite ranzukommen. Also, so soll Torwartspiel sein. Lässt sich hier auch nicht kirre machen. Das ist aber andersrum auch dann die Routine, die er halt in den letzten Jahren, ob es nun in der Nationalmannschaft war oder eben im Verein. Nächstes Foul der Schotten. Auch das wird als Vorteil hier gewertet. Neymar. Und Coutinho, der eingewechselt worden ist. Und jetzt natürlich, man spielt hier nicht auf Zeit, aber der Ball, okay, der Ball war jetzt gar nichts. Also ich wollte dir sagen, die Brasilianer spielen hier nicht auf Zeit. Die wollen hier vielleicht sogar noch das fünfte Tor machen. Und einfach vielleicht sogar Neymar die Torschützenliste höher anführen lassen. 5 Tore stehen ja aktuell jetzt auf seinem Konto. Möglichkeit für die Schotten, aber Casemiro auch hier wieder stark gemacht, wieder stark verteidigt. Also wir können uns darauf freuen, am 13. dann das große, große traditionelle Duell zwischen Argentinien und Brasilien. Brasilianer zwar dann einsatzgeschwächt höchstwahrscheinlich. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt und Schottland, ja, heute war einfach nicht der Tag der Schotten. Heute hat es einfach nicht sollen sein und damit geht dann der Gruppensieger aus Gruppe D ins Viertelfinale. Und zwar mit 4:0. Schottland verabschiedet sich im Achtelfinale. Ich denke mal, das war die Zielsetzung, dass man auf jeden Fall mindestens ins Achtelfinale kommt. Das hat man auch erreicht. Aber Gegner Brasilien war eben eine Nummer zu groß. Neymar, Man of the Match. Und wir verabschieden uns hier aus der Red Bull Arena in New Jersey. Danke fürs Dabeisein und bis hoffentlich zur nächsten Partie.